Hallo, ich bin's wieder, Matthias Otte von der Bundesnetzagentur. Ja, die Corona-Krise hat uns alle fest im Griff. Viele von uns sind im Homeoffice. Ich bin heute mal hier im Büro und nutze das für ein Video, um zu Ihnen zu sprechen. Ja, wir mussten auch einige Veranstaltungen absagen, Antragskonferenzen, Erörterungstermine in einzelnen Verfahren. Gleichwohl wird da weitergearbeitet. Wir bitten Sie, uns schriftlich Stellungnahmen einzugeben, damit die Bürgerbeteiligung hier auch weiter fortgeführt werden kann. Der Vorteil ist, Sie können uns jetzt schon Ihre Hinweise geben. Wir entwickeln dann einen vorläufigen Untersuchungsrahmen. Der wird dann nochmal überarbeitet, wenn wir die eigentliche Antragskonferenz nachholen. Und dann wird ein endgültiger Untersuchungsrahmen erlassen. Aber Sie helfen uns jetzt schon mit Ihrer Stellungnahme. In der Regel wissen Sie ja jetzt schon, was Sie an dem jeweiligen Vorhaben stört oder wo Sie noch Untersuchungen anstrengen wollen. Schreiben Sie uns das, nutzen Sie das Online-Formular. Und auch ansonsten gilt, dass Sie uns weiter erreichen können. Der Bürgerservice ist erreichbar. Nutzen Sie die Angebote in den sozialen Medien und nutzen Sie insbesondere auch die Homepage als Informationsquelle. Vielen Dank.